Hallo zusammen und willkommen. Kennst du das Problem chronische Verschleimung? Das ist gar nicht so selten und hat oft mit verschleppten Erkältungen, Husten, verspannten Atemmuskeln oder Stress zu tun. Wir zeigen dir heute eine ganz einfache Übung, wie du den Schleim los wirst und besser atmen kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, warum bildet sich der Schleim im Hals? Deine Atmungsorgane und dein Verdauungssystem produzieren immer eine dünne Schleimschicht. So werden die Schleimhäute in der Speiseröhre, Luftröhre, im oberen Magen und der Lunge schön feucht gehalten. Der Schleim erfüllt gewisse Schutzmaßnahmen und kann mit Abwehrzellen deines Immunsystems angereichert sein. Wenn dein Körper aber zu viel Schleim produziert, kann sein Nutzen ins Gegenteil umschlagen. Durch ein Übermaß verliert er seine Funktionalität. Statt dich vor Keimen zu schützen, wird der Schleim in der Kehle ein wahrer Nährboden für Krankheitserreger. Schleim taucht, wie du weißt, häufig bei einer Erkältung auf. Im Rahmen einer Erkältung oder leichten Grippe ist die Schleimentwicklung normal. Auch Menschen mit chronischen Halsentzündungen oder Rauchern neigen zu einer erhöhten Schleimbildung. Wenn du unter Asthma, Mukoviszidose oder Bronchitis leidest, hast du ebenfalls eine erhöhte Neigung zur Schleimbildung. Egal, was bei dir die Ursache ist, wir haben heute eine ganz einfache Atemtechnik für dich, die schon tausenden Menschen dabei geholfen hat, sich von der chronischen Verschleimung zu befreien. Die Buteyko-Methode. Der russische Arzt und Professor Konstantin Pavlovich Buteyko widmet sein Leben der Forschung und der Zusammenhänge zwischen der Atmung und Gesundheit von Menschen. Er lebte von 1923 bis 2003. In der Sowjetunion und im heutigen Russland kennt ihn fast jeder. Der Arzt kam dahinter, dass Menschen mit chronischen Atemwegsproblemen und Stress zu einer Art heimlicher Hyperventilation neigen. Und die begünstigen das Entstehen von Schleim und anderen Krankheiten. Das bedeutet im Grunde, atmest du zu viel, weil du Stress oder eine Atemerkrankung hast. Die Technik ist relativ einfach. Zunächst merkst du dir das Credo der Atemtechnik: weniger ist mehr. Der zweite wichtige Ankerpunkt des Übens ist Entspannung. Los geht's! Erstens, entspanne alle deine Muskeln. Zweitens, atme ganz normal aus. Drittens, halte deine Nase zu. Viertens, warte, bis sich ein deutlicher Luftwunsch einstellt. Es darf leicht unangenehm sein, aber keine Atemnot. Fünftens, lass deine Nase los und hole Luft. Wichtig an dieser Stelle ist, dass du etwas weniger Luftvolumen holst, als du normalerweise einatmen würdest. Sechstens, Ziel ist es, für die nächsten 2 bis 3 Minuten einen kleinen Lufthunger zu erzeugen. Dazu atmest du 20-30% weniger Luft als sonst ein. Siebtens, atme wieder aus. Achtens, halte deine Nase wieder einige Augenblicke zu. Neuntens, lass sie los und atme 20-30% weniger Luft ein als normal. Zehntens, erinnere dich an die Entspannung. Elftens, wiederhole diese Art der Atmung für 2 bis 3 Minuten. Und zwölftens, atme wieder wie gewohnt. Diese Methode wird seit Jahrzehnten erfolgreich von russischen Ärzten angewendet, um Menschen mit Asthma, Stress und chronischen Verschleimung zu helfen. Sie hilft übrigens auch bei einer dauerverstopften Nase. Dann atmest du bitte durch den Mund. Nutze aber das Zwerchfell und atme nicht flach in die Brust. Das Zwerchfell sitzt unterhalb der letzten Brustkorbrippen. Du kannst mit einem Finger oder der Hand leicht dagegen drücken, damit die Luft auch wirklich bis hierher kommt. Merkst du einen Unterschied? Hast du vielleicht wirklich eine Idee davon, dass du normalerweise zu viel atmest oder Luft ziehst? Praktiziere diese Übung immer wieder für 2 bis 3 Minuten. Wenn du aufmerksam bist oder gerade eine Pause hast, kannst du auch im Tagesablauf darauf achten, etwas weniger als normal zu atmen. Du merkst nach kurzer Zeit schon, wie sich die Muskeln in deinem Körper entspannen. Die Verschleimung lässt je nach Schweregrad binnen weniger Tage bis Wochen nach. Für das Abhusten von Schleim gilt ebenfalls weniger ist mehr. Lass dich nicht zu heftigen oder tiefen Hustenattacken hinreißen. Lasse den Schleim stressfrei und oberflächlich ab, sobald er sich angesammelt hat.
Wir wünschen dir viel Erfolg mit dieser einfachen Methode und allseits freies Durchatmen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.